So, jetzt langt's mir hier aber so langsam. Anzeige ist raus, ja? Moin, moin und hallo zusammen. Ja, Anzeige ist raus, ist nicht ganz verkehrt. Denn ich habe tatsächlich die Tage mal wieder eine Anzeige gemacht oder sowas ähnliches zumindest. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist das dann die, also zwei richtige Anzeigen habe ich in meinem Leben schon mal gemacht. Das erste Mal, das war, ach, das liegt schon ewig lang zurück, da habe ich noch studiert. Und wie sollte es anders sein als Student? Mir wurde selbstverständlich das Fahrrad geklaut. Naja. Ich dann also da zur nächsten Polizeiwache, so und so, Fahrrad geklaut und dann, ja, weiß ich auch nicht mehr so genau. Ich glaube, man musste da irgend so einen Wisch ausfüllen und unterschreiben und ja, damit war halt quasi die Anzeige gegen unbekannt gestellt. Eieiei, das ist aber richtig voll hier. Eigentlich wollte ich gar nicht auf die Schnellstraße fahren. Aber schon wieder halb verfahren hier. Ja, egal. Das zweite Mal, ach so, beim ersten Mal Fahrrad geklaut und so. Was ist passiert dann im Anschluss an die Anzeige? Naja, im Wesentlichen mal nichts. Und dann nach, boah, weiß nicht, ein paar Monaten, glaube ich, hat sich die Polizei da gemeldet und gesagt, dass die Ermittlungen halt eingestellt worden wären. Hatte ich jetzt nicht anders erwartet und als ich die Anzeige aufgegeben habe, da hat man mir auch schon nicht so sonderlich viel Hoffnung gemacht, das Fahrrad wiederzufinden. Ja, hatte ich allerdings auch gar nicht anders erwartet. Beim zweiten Mal, ja, das war auch noch zu Studienzeiten. Da war es so, ich hatte so eine kleine Wohnung mit einem Fenster mit Blick auf den Parkplatz. Und da hatte ich halt abends, so stellte ich mein Auto halt immer so auf den Parkplatz und konnte ich aus der Wohnung auch entsprechend sehen. Schlafe und am nächsten Morgen, ich wach auf, schaue aus dem Fenster. Nein, nicht so wie ihr denkt. Das Auto war immer noch da. Allerdings ohne Nummernschilder. Genau. Ja, erster Gedanke, sind die geklaut worden? Ja, kann ja nicht sein. Also, da fängt man an, so einen Abwägungsprozess zu machen. Ne? Also, wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass sich jemand die Nummernschilder klaut, aber nicht das ganze Auto? Oder ist vielleicht einfach. Also, ne, da kommen halt so die Selbstzweifel, waren die Nummernschilder denn am Abend vorher wirklich dran? Ja, ich meine, so detailliert achtet man da drauf jetzt ja nun auch wieder nicht. Oder die, ja, ist vielleicht das Nummernschild nicht richtig befestigt gewesen, hast es irgendwie verloren und so, ne? Kann ja alles sein. Naja, letztendlich nochmal geguckt und aha, das sah jetzt aber nicht so aus, als wenn da irgendwas abgebrochen gewesen wäre. Und eigentlich war ich mir auch recht sicher, dass am Vorabend die Nummernschilder noch dran waren. Ja, also man guckt ja zwar nicht explizit hin, aber wenn man da halt so jeden Tag so drauf guckt aufs Auto, das wird ja schon auffallen, wenn dann auf einmal das Nummernschild nicht dran ist. Naja, und auch nicht nur hinten, sondern vorne hat das Nummernschild auch gefehlt. Also auf beiden Seiten. Und damit wird es natürlich auch schon sehr unwahrscheinlich, dass das Ding nicht einfach nur nicht richtig befestigt war und sich dann gelöst hat. Naja, ich dann also zur Polizei und wieder Anzeige gemacht. Das ist in dem Fall auch recht wichtig, weil wenn die Nummernschilder wirklich geklaut sind, dann ist ja, man muss ja dann auch wie heißt das, Zulassungsbehörde oder was? Also man will, ich brauche ja dann neue Nummernschilder und mit Versicherung und man muss ja nachweisen, dass die alten dann irgendwie weg sind und was weiß ich. Also da ist es natürlich dann zwingend erforderlich,
eine Anzeige abzusetzen, aufzugeben, zu stellen, Anzeige stellen. Wie sagt man eigentlich genau? Ja, eine Anzeige machen, tun. So heißt es, glaube ich. Ja, ich da zur Polizei, so und so, Nummernschild geklaut. Okay. Entsprechend alles aufgenommen. Und auch da war es so, dass dann erstmal ein paar Monate Funkstille war seitens der Polizei. Und dann hat aber irgendwann jemand angerufen und sagte, ja, also wollte mir mitteilen, die Nummernschilder werden wieder aufgetaucht. Und zwar irgendwo im Hamburger Hafen. Ja, war mein Lebtag mit dem Auto noch nie in Hamburg oder im Hamburger Hafen. Ja, mehr Details wollte die Polizei dann auch nicht verraten, aber offenbar ist tatsächlich so, dass derjenige, der die Nummernschilder geklaut hat, die explizit halt welche gesucht hat, die er für welche Taten auch immer dann verwenden wollte oder verwendet hat. Und das dritte Mal, das war jetzt kürzlich, vor ein paar Tagen. Das war ein Fall von Internetkriminalität, das sagt man heutzutage wohl. Und zwar hatte ich eine E-Mail bekommen. Ja, soweit, so gut. Und in der E-Mail, da stand so im Subject drin, Hallo, Anrede, so, also Hallo, Name und so. Hallo, Herr Mesonix. So. Dies ist Ihr Passwort und dann in Klartext ein Passwort. Das war auch in der Tat eines meiner Kennwörter. Soweit, so wenig überraschend. Ich meine, das kommt ja immer wieder vor, dass ja, irgendwelche Webdienste schludrig mit den Nutzerdaten umgehen und dann so Kennwörter auch mal, Kennwortlisten auch mal gehackt und abgegriffen werden und die werden natürlich auf dem Schwarzmarkt entsprechend gehandelt. Und das war eines von diesen kompromittierten Kennwörtern. Weiß ich auch, dass das Kennwort kompromittiert ist. Also das an sich war jetzt erstmal wenig überraschend. Und dann ging es weiter mit, Sie sehen ja oben, das ist Ihr Kennwort. Und übrigens, mit dem Kennwort, da haben wir uns ja schon vor so 2-3 Monaten mal auf Ihrem Rechner angemeldet und haben da so spezielle Software installiert. Und mit dieser Software, da mit dieser Software kann man halt so mitschneiden, was sie so tun am Rechner. Und das haben wir alles gemacht. Und wir haben ja auch ihre Webcam aufgezeichnet und haben da gesehen, auf welchen Webseiten sie sich so aufhalten. Und das sind ja ganz böse Webseiten. Und was wir da mit der Webcam gesehen haben, was sie da so machen vorm Rechner, wenn sie sich diese Webseiten angucken. Eieieiei. Da möchten sie doch bestimmt nicht, dass das alles an die Öffentlichkeit gelangt. Und deswegen überweisen sie bitte sofort so und so viele Bitcoins an diese Adresse. Und wenn nicht, dann veröffentlichen wir da das Video. Und übrigens haben wir auch ihre ganzen Adressbücher ausgelesen und werden das Video dann an all ihre Adresskontakte verschicken. Ja, das ist aber sehr unfein, habe ich gedacht, ja. Zumal von vorn bis hinten gelogen, denn ich habe gar keine Webcam, ja. Ja, gut, okay. Nun arbeite ich ja bekanntlich in der IT und kann solche Mails auch ein bisschen einschätzen. Und habe da mal so ein bisschen im Netz rumgesucht und tatsächlich ist es so, dass letztendlich ist das so eine Art Spam-Mail, ne? Also da der Erpresser, ja, der schickt halt diese ganzen Mails raus an diese ganzen abgegriffenen E-Mail-Adressen und hofft dann, dass irgendjemand was zahlt.
in meinen Rechner reingehackt hat sich mitnichten jemand und das ist also einfach nur mal so eine Behauptung, ja. Also selbst wenn ich eine Webcam hätte, ja, gäbe es kein kompromittierendes Material, wie ich im Internet auf schmutzigen Seiten rumsurfe und mir da Videos angucke. Zum Beispiel Motovlogs auf youtube.de und so. Ja. Naja, und ja, wie gesagt, im Internet ist das auch, finden sich viele Berichte drüber, bei Heise zum Beispiel, dass es halt da gerade so eine Welle rumgeht, wo massenweise diese Mails verschickt werden. Und selbst von der Polizei gibt es auf Facebook oder so auf der eigenen Polizeiseite halt so Berichte, die, Achtung, die Polizei warnt vor so und so und überweisen Sie keinesfalls Geld, wenn Sie eine Mail kriegen und wenden Sie sich an die nächste Polizeidienststelle und so weiter. Da habe ich mir erst überlegt, naja, machst du das jetzt oder nicht? Ist ja irgendwie Bürokratie und Verwaltung und nervig und so weiter. Und na, letztendlich habe ich mir gedacht, naja, ich habe dann im Internet auch so Berichte gesehen, naja, also in aller Regel passiert halt einfach gar nichts, wenn du nicht reagierst. Ja, aber manchmal dann, wenn man nicht reagiert, dann melden sich die Leute dann nicht mehr per E-Mail, sondern auf einmal per Post und ne, und naja. Also letztendlich habe ich gedacht, was soll's, meldest du das halt einfach mal. Und da habe ich festgestellt, dass es bei der Polizei Baden-Württemberg, da gibt es eine sogenannte Internetpolizei. Ja, man hört und schaut. Nee, eine Internetwache heißt es, glaube ich. Ja, letztendlich ist das einfach nur ein Webformular, ja, wo man halt sich dann halt an die nächste Polizeidienststelle sozusagen wenden kann. Steht auch so schön auf dem Webformular da drauf, in dringenden Fällen bitte nicht dieses Formular verwenden, sondern 110 wählen. Ach was? Aber für weniger dringende Sachen, also irgendwie eine allgemeine Nachfrage oder explizit, wenn Sie eine Anzeige aufgeben wollen, können Sie hier da das Webformular da austippern, ausfüllen, so, austippen, ausfüllen. Und ja, das habe ich dann halt gemacht, ne? Noch so ein bisschen erläutert hier, da ich habe da so eine übliche Mail bekommen, so und so, das ist der E-Mail-Header und ja, das war jetzt vor 4 Tagen vielleicht. Und seitdem warte ich eigentlich, dass irgendwas passiert. Erwartet hätte ich eigentlich, dass sich so eine halbe Stunde später irgendjemand bei mir meldet, per Mail oder per Telefon und sagt, Sie haben uns da ja geschrieben und so, alles ganz interessant, ich habe da schon mal so weit vorbereitet, jetzt müssten Sie aber noch einmal bei uns vorbeikommen, bringt Sie am besten die E-Mail auf einem USB-Stick mit und die Anzeige müssten Sie auch noch unterschreiben. Das wäre so meine Erwartungshaltung gewesen. Ja, tatsächlich ist, wie gesagt, bislang gar nichts passiert. Weiß halt nicht, ob überhaupt noch was passiert. Ich meine, ich hatte es auch relativ locker geschrieben, so, hallihallo, also kein Problem, ich weiß das schon einzuordnen, aber hier die E-Mail-Daten, vielleicht hilft es ja irgendwie bei der Ermittlung. Ne? Naja, gucken wir mal, ob da noch was passiert. Ich meine, wenn man sowas hat, viele Leute sagen dann, ah, das nützt ja alles nichts und so, dass wenn ich irgendwas der Polizei melde, die tun ja sowieso nichts. Ja, da muss man aber so ein bisschen einordnen. Ne? Erstens muss man sagen, wenn mir jetzt das Fahrrad geklaut wird, dann ist das jetzt auch nicht so hyperkritisch, dass die Polizei da jetzt irgendwie 300 Leute dran setzen muss. Ja? Und ja, ich habe auch so beruflich so ein bisschen Einblick, wie IT-Support so abgeht und funktioniert. Und da stellt ihr euch jetzt mal vor, ihr habt irgendwie, was weiß ich, übertragen wir es mal auf die Telekom, ja. Also ich habe jetzt beruflich mit der Telekom nichts, also gar nichts zu tun, ja. Deswegen bietet sich das Beispiel vielleicht so schön an. Und ihr habt irgendwie Probleme mit Internetzugang, ja.
Und dann kann man halt die Hotline anrufen und sagen, ja, Internet zurzeit funktioniert, aber irgendwie habe ich den Eindruck, das ist so ein bisschen langsamer als sonst. Früher war das mal schneller. Ja, ist es jetzt im Moment gerade auch langsam? Nee, jetzt im Moment geht eigentlich alles. Entschuldigung, ich musste gerade mal überholen, ja? Und das ist ja unschön, wenn dann der Fahrtwind so laut wird für euch. Deswegen habe ich das jetzt mal gerade übersprungen. So, also, ne, wenn so einer anruft, ja, was soll die Telekom da halt auch groß machen? Im Moment funktioniert es und sporadisch irgendwie mal gefühlt so ein bisschen langsam. Ja, da ist schwer was mit anzufangen, ja? Wenn aber nicht nur einer anruft, sondern 50 Leute anrufen, dann gibt es auf einmal die Möglichkeit, dass man so Muster erkennen kann. Man sagt, Mensch, ja, die Leute, die anrufen, die rufen alle aus Nürnberg Süd an. Ja? Und aus dem Rest von Nürnberg oder Rest von Deutschland ruft gar keiner an mit diesem Problem. Dann muss doch in Nürnberg Süd vielleicht doch irgendwo am Netz irgendwas nicht in Ordnung sein. Ja? Und dann kann man halt versuchen, dieses Problem so ein bisschen systematisch nachzugehen. Und ich glaube, so ähnlich ist das auch, wenn man Sachen der Polizei meldet. Also auch so Sachen meldet, wo eigentlich klar ist, dass mir im Einzelfall gar nicht unmittelbar konkret weitergeholfen wird. Ja, ja, wenn ich jetzt sage, hier, ich habe da so eine Spam-Erpressungsmail gekriegt, ja, was sollen sie da halt auch groß machen, ja, also... Im Einzelfall können sie nichts machen, aber wenn sie die halt von vielen Leuten bekommen, dann ist der Ermittlungsdruck halt höher. Und dann haben sie halt nicht eine Absender-IP, sondern viele Absender-IPs. Und dann kann man wieder sehen, ja, kommt die Mail dann irgendwie vielleicht zu bestimmten Uhrzeiten an und laufen die alle über denselben, keine Ahnung, über dieselben Backbone-Router im Internet drüber oder so. Also da kann man dann halt anfangen, so systematische Analysen zu machen. Ach, das ist ja blöd. Jetzt überhole ich hier den Radfahrer und werde dann vom Auto ausgebremst. Ach, da ist ja kein richtiger Radfahrer. Der hat ja wieder keine Klingel und Beleuchtung dran. Ja? Ach. Außerdem fährt er 60. Hm. Genauso schnell wie wir. Geht er auch nicht. Und fährt natürlich bei Rot rüber, selbstverständlich, ja. Vielleicht wäre das mal eine gute Gelegenheit, Nummernschilder vor Vorreiter zu fordern. Hm? Ja, rechts überholen, zu schnell, bei Rot über die Ampel. Das sind alles schon Verstöße, ja. Da wäre halt als Pkw oder Motorradfahrer der Führerschein schon mehrfach weg. Ja, und bei Fahrradfahrern ist aber passiert irgendwie nichts. Ja, hier! Ich habe alles auf Kamera. Anzeige geht raus. Ja. Ja. Könnte man machen, ja. Aber den jetzt zu ermitteln von der Polizei ist, glaube ich, etwas schwierig. Außerdem gibt es eine interessante juristische Auseinandersetzung, inwieweit man jetzt die Kamera als Beweismaterial verwenden darf. Da gab es ja nur kürzlich so ein BGH-Urteil. Interessant, interessant. Schwierig, schwierig. Also Kurzfassung ist, Bildmaterial darf verwendet werden, aber wenn es verwendet wird, mache ich mich gleichzeitig strafbar, weil ich die Kamera irgendwie... Ach, das ist irgendwie alles ganz schwierig. Ja. Naja, das ist auch mehr die Juristerei und weniger die Exekutive, sprich die Polizei. Ja, schauen wir mal, was passiert. Ansonsten hatte ich in meinem Leben noch nicht so wahnsinnig häufig Kontakt zur Polizei. Klar, hier und da mal ein kleinerer Autounfall oder so. Aber ja, ich habe jetzt noch keine Leiche irgendwo gefunden oder dergleichen. Also bezüglich Polizeibekanntschaften ist mein Leben relativ unspannend. So im Verkehrsgeschehen sowieso. Ja, ich werde ja hier auch nie kontrolliert. Und wenn doch, dann ja, wüsste ich sowieso nicht, was sie finden sollen. Insgesamt ist das mit der Polizei eine feine Sache. Es gibt ja immer so Leute, die sich durch die Polizei dann bedroht oder gegängelt oder überwacht fühlen oder so. Das ist bei mir tatsächlich gar nicht der Fall. Ich finde, die Polizei ist eine
sehr schöne Serviceeinrichtung des Staates oder der Gesellschaft, ja. Es hat wie so eine Service-Hotline. Also vielleicht jetzt nicht wie die Telekom-Hotline, sondern wie eine funktionierende Hotline, ja. Ne, man hat halt irgendwie ein Problem und dann wählt man halt 110 und dann kommt jemand und löst irgendwie das Problem. Ich finde das eine hervorragende Einrichtung, die die Gesellschaft da hervorgebracht hat. Und ja, bin als Steuerzahler gerne bereit, für diesen Service auch ein bisschen was zu bezahlen. Ganz im Gegenteil für diese total aufwendigen und super teuren Polizeieinsätze bei Bundesligaspielen, ja. Boah, das ist aber ein anderes Thema, ja, sonst, ach, herrje, da kriege ich mich nur auf, ja, lieber nicht, ja. Da mache ich lieber Tschüss und immer schön aufpassen, ja, sonst zeigt euch der Wieso nichts an. Bis dann. Tschüss.